Bastian Schweinsteiger geht es gut. Körperlich fit, was bei ihm ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und nach dem Sieg über den BVB ist ohnehin alles in Ordnung. Was hatte er sich zuvor alles anhören müssen? Seine Spielweise sei nicht mehr zeitgemäß, ohne ausreichend Tempo und Schnelligkeit. Die Kritik kam nicht von irgendwem, sondern von Günter Netzer und auch Olaf Thon. Jupp Heynckes ärgerte die Debatte. Der Trainer ist geradezu ein Fan von Schweinsteiger. Bastian ist ein Weltklasse-Spieler und heute hat er das wieder unter Beweis gestellt. Er war so wichtig für uns, er hat das Spiel geordnet, er hat das Spiel geöffnet, er hat das Spiel beruhigt und vom läuferischen, kämpferischen, einmalig. Und er weiß, wo es drauf ankommt in solch einem Spiel und er kann die anderen Spieler natürlich mitziehen. Schweinsteiger, der Dominator beim FC Bayern. 93 Ballkontakte gegen Dortmund, die meisten auf dem Platz. 62% gewonnene Zweikämpfe, 4 Torschussvorbereitungen, ein starker Wert. Schweinsteiger selbst sieht sich als Pass pro Toto. Ich denke, dass ich auch nur ein gutes Spiel machen konnte, weil die Mannschaft auch gut gearbeitet hat. So kann ich mich dann mehr auf mich selbst noch konzentrieren natürlich. Und dann sind solche Spiele möglich. Er habe doch nur Querpässe gespielt, sagt Schweinsteiger auch. Beißende Ironie mit Grüßen an alle Kritiker. Bastian Schweinsteiger, die letzten 2 Jahre waren sportlich wohl die schlimmsten seiner Karriere. Er scheint sich endgültig davon erholt zu haben.